So we are here at Dandora, the biggest dumping site of Soho Country, Kenya. And I'm here with some women who are waste pickers, specialized on textiles. And I just show you what we find in just 5 minutes picking. We have some Nike textiles, Gucci even, super dry, Berghaus, different trousers from Adidas, of course. That's the reality when fashion brands talk about sustainability. Auf Dandora, genau da befinden wir uns jetzt, auf der größten Mülldeponie der Stadt, der größten Mülldeponie des ganzen Landes. In diesem Moloch leben Menschen, stellenweise ihr ganzes Leben. Sie suchen hier nach Plastikflaschen, nach Überresten, die man noch essen kann oder nach noch brauchbaren Textilien. Immer wieder kommt es zu spontanen Bränden durch die organischen Bestandteile, die hier überall im Boden sind, die hier anfangen zu vergären, gerade in der Hitze. Das ist eine besondere Gefahr für die Wastepickerin hier, die oft direkt in solche Brände hineingeraten. Wir haben schwerste Verbrennungen schon gesehen. Und natürlich der toxische Rauch, der entsteht. Diese ganze Deponie wabert praktisch in einer dauernden Rauchwolke. Das führt nicht nur zu schweren Lungenschäden bei den Wastepickerinnen, die hier jeden Tag arbeiten, sondern natürlich auch bei den Menschen aus den anliegenden Vierteln, die diesem Rauch dauernd ausgesetzt sind. Und auch das Grundwasser ist verseucht, denn hier gibt es keine Trennschicht. Das bedeutet, alles, was hier vergärt, alles, was an Chemikalien hier zusammenkommt, sickert durch, sickert ins Grundwasser und auch in den anliegenden Nairobi River, der nach dem Kikuma Market auch an dieser Mülldeponie direkt vorbeifließt. Ein beachtlicher Teil des toxischen Mülls dieser Deponie macht Kleidung aus. Aber wie kommt es so weit? Ein funktionierender Kreislauf sehe so aus. Textilien werden plastikfrei und auf Nachfrage produziert. Die in Umlauf gebrachte Kleidung ist zudem qualitativ hochwertig, um langes Tragen oder Weiterverkaufen zu ermöglichen. Die Stoffe sind sortenrein und damit recycelbar. Und wenn die Textilien dann wirklich kaputt sind, wird die Kleidung getrennt gesammelt und zu neuen Textilien recycelt. Dann ist der Kreislauf nämlich geschlossen. Eigentlich ganz einfach. Die angebliche Umsetzung dieses Kreislaufs ist aber der größte Mythos der Fashionindustrie. Zunächst einmal wird weit über den Bedarf hergestellt, schätzungsweise 40% mehr als je verkauft werden kann. Bei der Produktion werden zudem Stoffe aus Fasern wie Polyester, basierend auf Erdöl, untereinander und mit Naturgarn wie Baumwolle gemischt. Solche Mischgewebe sind aber nie wieder trennbar und damit quasi Sondermüll. Ein Recycling ist also nicht möglich. Es gibt keine Kreislauffähigkeit, wenn es um Textilien geht. Nicht mal 1% der Textilien werden aus alten Textilien recycelt. 99% werden neu hergestellt und das eben zum größten Teil aus Öl. Und der Rest, der landet hier. Es wird davon ausgegangen, dass global jede Sekunde eine Wagenladung voll Textilien auf Mülldeponien landet oder verbrannt wird, wie hinter mir. The more we are dumping to our environment, the more problem we are having. And that has to stop. Das ist Alex Musembi. Er ist Co-Founder von Africa Collect Textiles, ein Projekt, das sich der Wiederverwendung und dem Recycling von Textilien in Afrika verschreibt. If you're using synthetic fiber, that's not a way we call, it's not a sustainable means in the long run to solve the issue of textile waste. Sustainable material has to be used. You know, these are global brands, so they want to put an image outside there to showcase whatever they are doing, they are doing good to the environment. But that's not the case. Die Menschen hier vor Ort sind mit diesen Müllbergen alleine gelassen. Die internationalen Firmen machen Profit mit den internationalen Lieferketten und nutzen Afrika als bequeme Mülldeponie der Welt. Ihr habt mich gefragt, was passieren muss. Wir brauchen internationale Regeln und Gesetze. Wir brauchen ein UN-Abkommen für Textilien. Genauso wie es jetzt ein Abkommen, das UNEA-Abkommen gibt für Plastik, was sogar hier in Nairobi verhandelt wurde und jetzt ausgearbeitet wird, oder das Pariser Klimaschutzabkommen, brauchen wir auch ein UN-Abkommen für Textilien. Textilfirmen müssen verpflichtet werden, weniger und besser zu produzieren. Beim Design muss schon darauf geachtet werden, dass die Textilien langlebig sind, dass sie reparierbar sind, dass sie recycelfähig sind. Und am besten sind sie auch Cradle-to-Cradle-fähig. Das bedeutet, landen sie dann doch in der Umwelt, dann können sie verrotten und sorgen nicht für Mikroplastikkontamination oder solche Müllberge wie hier. Wir brauchen eine globale Textilsteuer, damit am Ende eben auch eine getrennte Sammlung der Textilien und ein Recycling gewährleistet werden kann, so wie es in Deutschland auch mit dem Plastikmüll
nach dem gelben Sack, dem dualen System, schon seit 10 Jahren eingeführt ist. Global brand has to be responsible about what they are producing. For every cloth they sell, then a euro or some cent is put aside for recycling and development of, you know, sustainable solution. Then we'll be going to the right direction, and then we keep the second-hand clothing, and then we are all looking for solution. Then I think we'll be at par. Das Wichtigste aber: lineare Geschäftsmodelle wie Fast Fashion müssen beendet werden. Leihen, teilen, tauschen, Secondhand, echte Kreislauffähigkeit, das muss zum neuen Standard werden. Neukauf muss zur Ausnahme werden. Was ich hier gelernt habe, nicht die Menschen vor Ort sind schuld an diesem Chaos. Es sind die internationalen fast-moving Consumer Goods Firmen, wie die Fast Fashion Industrie. Sie fluten ganze Regionen dieser Welt mit ihren nicht verrottbaren, nicht mal recycelfähigen Produkten, wie Textilien, wie Verpackungen, die am Ende genau hier landen. It's about P, profit. So people are so much concerned with money, profit, as opposed to the planet. Yeah? And I believe it has to be like 3 P's. People, planet and profit. The 3 has to be connected, the 3 P's. Not like 2 P's or not like 1 P. No, it's not about profit. The 3 has to really match together. Wenn ihr mehr über die Schäden erfahren wollt, die Fast Fashion hier in Ostafrika anrichtet, dann guckt euch auch die anderen Videos an, die hier auf unserem YouTube-Kanal von Greenpeace schon veröffentlicht sind. Und für mehr Fakten, Hintergründe und Stories zu all diesen Geschichten folgt auch unserem Make Something Instagram-Kanal von Greenpeace.